Fertig, Stefan. Okay. Ja, das raus. Charlotte muss ich auch. Charlotte. Anna, bitte hinsetzen. Oskar, bitte Geld einpacken. Okay, was ist unser Thema von der zweiten Stunde? Momentan bitte melden. Liam. Wie sagt man es richtig? Herz. Herz, sehr gut. Danny, das Herz, Liam. Fast? Der. Sehr gut, Charlotte, der Herbst. Heute zum Wiederholen vom Herbst. Wir haben schon ein bisschen, eigentlich viel darüber gelernt. Machen wir ein bisschen was anderes. Wir tun nicht heute mal irgendwelche Blätter zusammenfinden, was passt, sondern jeder malt bitte mit Kreide draußen, an was er sich noch erinnern kann von unserer letzten Stunde. Das heißt, jeder, bevor er rausgeht, nimmt sich ein Stück Kreide und stopp, sitzen bleiben bitte. Jeder überlegt sich was. Nicht nur bitte Blätter von den Bäumen fallen, sondern auch ein paar Sachen, was euch noch, was wir schon besprochen haben. Was gibt es noch so viel zum Beispiel? Was haben wir noch gesagt? Wer kann sich noch erinnern, was passiert denn noch im Herbst? Was haben wir da schon gelesen? Blätter von den Bäumen. Genau, die fallen von den Bäumen. Sehr gut. Oskar, was passiert denn noch? Die Rehe. Sehr gut. Was passiert noch? Kinder fliegen. Sehr gut, mit den Drachen, was passiert denn noch? Wir haben noch eine Idee. Was haben wir beim letzten Mal gelesen mit unserem Text, den wir zusammen gesucht hatten, Charlotte? Nüsse. Genau, zum Beispiel Nüsse sammeln, ja. Im Herbst gibt es Wind und Regen. Genau, zum Beispiel, Oskar, sowas möchte ich. Okay, nicht, dass jeder einen Baum malt und ein paar Blätter fallen darunter, bitte, sondern jeder hat seine eigenen Ideen, was ihm noch einfällt. Charlotte, du warst nicht da. Du kannst, wenn du was weißt, was dir einfällt, was typisch für den Herbst ist, das ist unser Thema. Im Moment darfst du das auch gerne machen. Okay, wenn nicht, guckst du einfach mal bei den anderen Kindern, was die für Ideen haben. Okay? Ja. Eicheln. Genau, ja. Genau, ja, sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen gucken, weil draußen ist es überall nass. Am besten gehen die hier hoch, wenn wir den Flur hochkommen, wo es trocken ist, unter dem überdachten malt ihr am besten, weil ich glaube, auf dem Nassen sieht man es wahrscheinlich nicht so gut. Okay? Bitte kein Rennen und Schreien. Jeder nimmt sich bitte eine Kreide und darf draußen was zum Herbst malen. Hier sind noch welche drin. Hier bitte. Hier ist ein Mini. Ist das groß genug? Ja. Guck mal, da sind auch noch welche. Ja, bitte. Hier, wer will gelb? Bitte schön. Bitteschön. Ich weiß nicht, was das für eine Farbe ist. Bitteschön. Okay, und drauf geht's. Jeder zwei Minuten Zeit und dann besprechen wir das. Ganz schwarz. Sehr gut. Es regnet. Er kann
schön, Hanna. Okay, dann gucken wir uns mal das nächste an. Wir hatten das alles gemalt. Du, ja, was hast du gemalt? Ja, auch Drachen steigen lassen, sehr schön. Was ist das? Winterfell von den Tieren, sehr gut, super. Okay, das große hier hat Oskar gemalt, ne? Oskar, was hast du noch gemalt? Noch eine Riesenwolke? Sehr gut. Okay, dann gucken wir uns mal hier das Gelbe an. Von wem ist das Gelbe? Sophia? Ja. Sehr gut, die Kinder lassen ihre Drachen steigen. Wer hat das Pinke gemalt hier? Wer war das? Charlotte, was hast du gemalt? Ein Vogeldrache, der sieht sehr gut aus. Super. Okay, nächstes. Wir haben das Blaue hier gemalt, das riesige, und dann wird das nicht alles zusammen. Ist das alles von dir? Nein, hier kommen doch nicht drei. Okay, und wie viel von wem ist das hier? Das ist das Oskar? Ferien, Glühwürmchen und bunte Blumenwiesen.